Otto-Disziplin und die Wale dazu. Wenn wir jetzt unsere Raupen dennoch mal genauer anschauen, merken wir, dass sie sehr säugetiertypische Merkmale aufweisen, auch wenn sie sehr viel Zeit im Wasser verbringen. Sie haben beispielsweise ein Fell, das ist sehr kurz und dicht. Bei nassen Raupen sieht man das vielleicht nicht so gut. Wir haben auch immer die typischen vier Extremitäten, die aber paddelförmige Strukturen um ihren Rand sind, damit sie sich eben gut unter Wasser fortbewegen können. Sie betreiben immer noch typische Lungenatmung, auch wenn sie lang unter Wasser sind, müssen sie dennoch zum Luftschnappen an die Oberfläche. Und auch das Säugen und das Gebären ihrer Jungtiere funktioniert wie auch bei allen anderen Säugetieren auch. Ja, die Robben gehören zu den Hunderartigen, sind da vermutlich von einem bärenartigen Vorfall abgestammt, der sich dann sukzessive an das Jagd im flachen Wasser angepasst hat. Heute kennen wir 34 Robbenarten und dabei in drei Gruppen. Angefangen mit den Ohrenrobben, da gehören auch unsere Mähnenrobben dazu. Typische Merkmale sind auch immer sichtbare kleine Ohrmuscheln am Hinterkopf. An Land können sie sich mit den sogenannten Vierfüßern gern fortbewegen, das heißt, klappen ihre hinteren Flossen unter dem Bauch und gehen dann wirklich auf allen Vieren und unter Wasser verwenden sie eben ihre Vorderflossen, mit denen sie Navigation fortbewegen. Es gibt noch die Walrösser, vertreten Patienten mit einer Art und unter anderen Stoßzähnen und die Hundsrobben. Bei den Hundsrobben haben wir keine sichtbaren äußeren Ohrmuscheln mehr. An Land müssen sie sich wirklich Robben fortbewegen und unter Wasser verwenden. Zur Navigation fortbewegen. Grundsätzlich besiedeln Robben alle Meere, dabei bleiben sie aber immer in Küstennähe. Das Wasser ist eben Jagdmittel und andere Aktivitäten mit der Sonne gehen sie dafür noch an Land. Unsere Mähnenrobben vertreten nach den Küsten Südamerikas. Sie leben in sozialen Gruppen, im Fall der Mähnenrobben haben wir ein Haremsystem, das heißt, ein Männchen lebt hier mit mehreren Weibchen zusammen. Hallo Sarah! Ja, wie schon erwähnt, ja, Jagdmähnen im Wasser sind ausgezeichnete Jäger unter Wasser, haben dafür spezielle Anpassungen, wie beispielsweise eben diese typische Torpedo. Ja, sehr schön. Unsere Fütterung ist ja auch schon angefangen. Tschau. Und zugleich können wir auch den Kopfschirm dann ausgezeichnet beobachten und mit dem die Tiere auch sehr geschickt haben. Gibt Busse, gell? Hat Busse schon. Schau, Jung, große. Achtung! Schau, da kann ich nicht lange. Mist. Ja, wieso heißt die Mähnenrobbe eigentlich Mähnenrobbe? Das bezieht sich auf das verlängerte Fell im Halsbereich der Männchen. Wenn sie trocken sind, schaut das tatsächlich eher mal Löwen. Südamerikanische Seehunde bezieht sich natürlich noch einmal auf die Mähne der Männchen. Aua! Aua! Auf das Müll der Männchen, in dem sie ihre Korn verteilen. Na, ich schlage sie noch Fisch. Ayan na naman yung malaki. Natamaan siya ng fish sa mukha. Siya yung malaki na naman. Natatalo na naman. Siya sa erin yung malaki. Nagulat na siya. Ha? So, pinapopesto niya talaga. No? Pasal na sila. Andererseits kann man dabei auch die Tiere abpassen und schauen, ob mit ihnen alles in Ordnung ist. Natürlich steigert das auch das Vertrauen der Tiere zu ihren Pflegern. Das ist auch der Grund, warum sich immer dieselben Pfleger um die Tiere kümmern.
des Vertrauens dauert schon mal mehrere Monate. Tja. Aber an die Tafel. Show. Tatalo na naman yan. Sabi ko sa'yo, basa dun eh, kaya ayoko dun eh. Nakakabasa. Basa rin yung dalawa. Die legen nur nach dem Übung. Das schon wieder. Das kommt wieder da. Ayun. Nagtatawag na naman, no, siya? Abi, ikita. Hoy! Kanya-kanya ng palabas eh, parang.
Dan tau ba yung mga tiyo? Ayan na naman! Oh yeah! Shambira! So, hindi nagtalong. Sure. Ja, zwischen Männchen und Weibchen herrscht im Ausgesicht bis 6-mal die Möglichkeit. Äußerlich kann man eindeutig zwischen Männchen und Weibchen unterscheiden, da das Männchen mit circa, wie erwähnt, in der Bestzeit über 400 Kilogramm schwer bis zu 2,5 Meter lang, da wird das Weibchen etwa halb so groß. Unser Weibchen gewinnt im Buch, bringt gerade circa 10 Kilogramm auf die Waage. Der Spider-Man. Auf dem Das nächste ca. 105. Ich denke, Ich bin schon Kilo. Tata, was ist das? Ich bin schon Kilo. Tata, ich bin schon Kilo. Tata, ich bin schon Kilo. Tata, A ten dziadek to już się tam boi. O, teraz będzie ten drugi. Ich bin hier jetzt wieder vorbei. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen hier noch einen schönen Tag. Yeah. Und sonst möchten Sie noch darauf hinweisen, dass um 16 Uhr vor Anlass gewogen werden. Gutom pa ako. Sabi niya, wala na ba? Ano yun? Kuya, basa shoe eh.